Na, das müssen wir genau schauen. Ich bin gespannt auf das Rennen. So weit hinten haben wir lange nicht mehr gestanden. Los geht's! Ja, Start war jetzt nicht so gut. Überhaupt nicht gut. Stock hat wohl ein sehr, sehr schlechtes Wochenende bisher erwischt. Und auch Kuji ist gerade nicht so gut unterwegs. Und die Reiftemperatur geht ja mega in die Höhe. Was macht denn Nior vor uns? Nior greift sogar Kuji an. Naja, Kuji holt sich Fox. Fox holt sich wieder Kuji. Stock holt sich Nior. 9. und 10. Eieiei. Ja, wir brauchen dringend das Motor-Update. Wir haben zwar mit stärkerem Motor auch ein stärkeres Getriebe. Ja, obwohl die anderen Sachen auch noch nicht so viel. Also. Wir sollten vielleicht den Motor mal zurückstellen, ne? Minus 4,5 Liter, das wird schon spannend, interessant. So, die Frage, hat sich Stock gefangen? Scheinbar schon. Es ploppt da so eine Lücke auf zwischen dem ersten Teil des Feldes und dem Rest. Okay, Balcazar, es war wieder on fire. Solange Stock mitfahren kann, ist das für ihn sehr, sehr gut. Er muss da ja einfach nur mitdüsen. Weil er fährt wahrscheinlich einen Stopp weniger als die anderen. Und es bringt ja nicht viel, einen Stopp weniger zu fahren. Gut, dass Lorenz hält halt die beiden auf. Momentan sind wir wirklich nur das fünftstärkste Team. Autsch, das tut weh. Dass Girod auf einmal damit vorne rumfährt, hätte ich jetzt so nicht direkt erwartet. Die Form von Stock lässt nach. Die ersten vier sind auf jeden Fall schon mal weg. Ja, wir können den Zeiten leider nicht mehr ganz mithalten. Nicht ganz, also die ersten Platz 5 und 6 sind einen Tick schneller. Stock darf ein bisschen mehr Gas geben. Na, guck mal, es leckt an. Brüste dran. Muss aber jetzt auch wieder die Reifen schonen in Temperatur. Also 32 Runden müssten wir irgendwie doch schon schaffen, ne? Ja, ein Sprit, der tut sich sehr gut. Runterschrauben. Na, wir können echt mit den Zeiten nicht mithalten. Jetzt hält der uns auch nur ein bisschen auf. Jetzt müssen wir da eigentlich so langsam vorbei. Und von. Ah, okay. Der Stock vorbei. Kuji kommt in die Box, schnappt sich die nächsten Ultras. Kommt halt mitten im Feld wieder raus.
Ja, umso länger halt die fahren vorne, umso besser für uns, ne? Also Pucci hat schon zwei Leute geschnappt. Sehr schön. Wir haben sie in der Fox vorbei. Das ist richtig deutlich. Und auch Stocker vorbei am Strüff. Strüff fährt sogar noch eine Runde. Auch vor Bayern Lorenz. Die sind zu lang gefahren. Der Reifen mal komplett schonen, Fuji, sonst verballerst du die. Bis zu 32 Uhr musst du jetzt auch fahren können. Und du fährst auch ein bisschen konservativer, bitte. Ja, komm schon jetzt. Nein, auf Mann, so Schwänzel. Oh, Fox ist da. Wir fahren natürlich auf Softreifen, ne? Dann gibt na, doch kein Gas. Aber der einzige Fahrer, der so ein bisschen heraussteht, ist halt Stock. Weil der Safety Car. Das würde ich jetzt sogar nutzen. Und nochmal auf die Softreifen zu gehen. Vielleicht können wir am Ende dann das holen. Okay, und bei Kuji gehen wir auf die gleiche. Wir gehen da auf jeden Fall auch nochmal in die Box und schnappen uns neue Reifen. Das kann man super nutzen jetzt diese Zeit, ne? Kommen auf Platz 11 raus. Sehr schön, sogar voll Strief. Stock mit neuen Supersoft-Reifen auf Platz 4. Nioni-Punkt, das gefällt mir gar nicht. Ach, Russ ist raus, aber ich bekomme. Beide gleichzeitig, was ist denn hier passiert? Gab's da einen Quick zwischen den beiden? Aber vom Abstand her wird das ungefähr passen. So gesehen, er sich so gesehen ausgeschieden ist. Und er da reingeknallt ist? Ich weiß gar nicht genau. Sehr merkwürdig. Und ab geht's. Und schon sind wir wieder relativ nach Gaubart. Bleib hinter uns gefälligst. Bleib hinter uns. Was verstehst du daran nicht? Und Fuji auch auf dem Vormarsch. Was macht denn Nio hier vorne? Der Stock innen. Mann. Was macht Fuji denn da? Hey Fuji. Jetzt schnappt ihr den wieder. Sehr gut. Also alle müssen so wahrscheinlich schon mal ran. Deswegen können wir jetzt ein bisschen aggressiver fahren, aber halt mit dem Sprit müssen wir aufpassen. Den müssen wir runterstellen, den Sprit. Die Reifen können wir ruhig verbrauchen. Stock können wir schon, da ist der Abstand gut, weil hier Fuji muss versuchen, an Gaubert jetzt vorbeizukommen. Von Zuft muss bald in die Box. Okay. Okay, du schurz auch mal deine Reifen. Weil ich will nicht zu früh reinkommen. Die Reiftemperatur scheint wieder sich normalisiert zu haben.
Ja, wenn das Safety Car auf einmal wirklich stand, vielleicht im Stocksfall einen guten Zeitpunkt rauskam. Allgemein wirklich, es kam ein guter Zeitpunkt, weil wir waren gut an manchen Leuten vorbei. Und dass Kujic natürlich dann von Platz 11 nach vorne kämpft, ist ja, kann nichts gegen sagen. Kujic hat auch keine Ultras mehr, ne? Das heißt, er wird vermutlich auf den Supersoft nochmal fahren müssen. Bei Stock ist halt die Frage. Also, dass er reinkommen muss, steht auf jeden Fall fest. Nur die Frage ist dann, welche Reifen. Mit Ultras könnten wir halt ein bisschen nicht so aggressiv fahren, mit dem Supersoft ein bisschen aggressiver. Aber halt etwas langsamer in der Regel. Und zack, sind wir vom fünftbesten Team zum drittstärksten Team wieder geworden. Windsor sogar auch mehr Punkte als Kitano. Interessant. Auf die Feuerleute verlieren wir auf jeden Fall Zeit. Aber nicht so viel, ne? Also auf Platz 1 und 2, aber Naito eigentlich nicht so sehr. Also Kuji wäre gut, wenn Kuji reinkommt, halt vor Nior rauskommt. Das wäre schon sehr wichtig. Schon wieder 15 Runden. Wow, schon krass, 15 Runden auf dem Reifen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Wenn Naito wieder zu lang fährt, ist dann die Frage, welche Reifen Naito aufzieht. Und den nächsten Softreifen fährt man in der Regel durch. Dann noch 2 Liter Minus Sprit. Sollte aber eigentlich reichen. Bei 25 Runden sollte es eigentlich reichen. Ja, wenn Naito noch eine Runde fährt, was ich vielleicht gut denken könnte. Naito ist momentan extrem langsam. Kommt in die Box. Geht auf die Supersoft. Ja, die könnten auch reichen. Das ist jetzt halt das Grief. Das ist schon vorbei an den beiden. So. Kuli darf Gas geben. Ist jetzt 20 Runden auf diesen Reifen gefahren. Kriegt die Reifen nochmal. Aber die geben halt nicht so extrem Gas mit, ne? Noch. Riesenzeit von aber halt vor Nior, das ist wichtig. Weil jetzt hat Kuji Freifahrt. Ein 59-0, im Rennen unter einer Minute. Schon ist momentan sehr langsam unterwegs. Gefällt mir nicht. Darf es ein bisschen aggressiver fahren. Kuji ist 15 Runden mit den ersten Ultras gefahren. Das heißt, mit Stock sollten wir das eigentlich auch schaffen. Ja, mit dem Supersoft könnten wir halt ein bisschen aggressiver fahren. Stock fährt 1 Minute 0. 1 Minute 0, okay.
kurz sagen, 15 Runden. Wir kommen rein und gehen dann auf die Ultras. Aber wenn die uns jetzt nur eine Runde lang Gas geben lassen. Oh nein! Fox vorbei. Oh nein, Kuji hat es geschafft, aber es wird nicht lange halten. Richtiger. Das ist ja der perfekte Zeitpunkt. Das war der perfekte Zeitpunkt für Stock. Der wieso von Naito rauskam. Ich werde auch nochmal mit Kuji reinkommen, damit der nochmal richtig Gas geben kann. Und noch vor Lorenz. Ja, sehr gut. Allerdings können wir halt richtig angasen gleich. Der erste hat das Heftika erwischt. Na, das wird wieder so ein Chaos-Endrennen. Und so viel Sprit sparen wir ja leider nicht. Kann man sagen, es tut gerade gut, ja. So, auf hoch. Und Reifen auf aggressiv. Oder angreifen. Yo! Kuji, das war super. Ah, Stock hat einen Platz und gegen Lucchini verloren. Ist schwierig, muss man auch sagen. Chaos gerade. Och komm, Kuji. Ich muss gleich den Motor runter drehen. Sonst schaffen wir es tatsächlich nicht, den Sprit zu sparen. Stopps bei Kuji, Alter. Ja, alle geben halt ein bisschen jetzt Volldampf, ne? Aber Naito müsste vielleicht noch nicht, und Fox vielleicht auch noch mal. Wir müssen aufpassen auf die Reifen. Das sind halt 7 Runden noch. Die Reifen schon. Wenn wir jetzt zu lange auf diesen Reifen die Reifen pushen, müssen wir selber in die Box. Was ist mit denen verkehrt? Jetzt gibt es trifft natürlich Gas, ne? Das Safety Cover jetzt unnütz am Ende. Das hat jetzt überhaupt nicht geholfen. Jetzt verlieren wir Quintana beide Positionen. Das erste hätte Safety Cover gut, das zweite war schlecht. Vielleicht können wir uns Platz 5 noch schnappen, irgendwie. Ach komm schon, Naito! Und nicht euer Ernst jetzt, dass wir da so viel Position verlieren. Jawohl, auch an dem vorbei. Ja, jetzt drüben schaffen wir leider nicht. Aber zumindest bei Platz 5 holen wir uns hoffentlich. Ui! Nein, leider nicht. Ich habe vergessen, den Sprit runterzustellen.
Auch nee. Aber ist okay. Chaos, Rennen am Ende. Warum warst du drüber immer so mega schnell? Ja, wir hätten Stock vielleicht auf die Ult, auf die Supersoft gehen lassen sollen. Dann hätten wir ein bisschen mehr Gas geben können. Aber na gut. Mit 14 Punkten bin ich relativ zufrieden. Ich glaube, wir holen sogar mehr Punkte als Kitano. Und Kuji hat doch noch Naito bekommen. Ha. Ganz knapp. Ey, hätte ich aufgepasst mit dem Sprit, dann wäre halt noch weiter, also ein bisschen mehr gewesen gegangen. Ja, jetzt haben wir 16 Punkte Vorsprung. Ein Punkt mehr als Kitano. Wow. Windsor und Chirot vorbei. Oh. Krüger holt einen Punkt. Krüger hat einen Punkt geholt? Ich kann ja auch einen Blauen gehabt. Wer hat denn jetzt hier den Punkt geholt? Hä, wann? Wann hat Schwänzel den Punkt geholt? Ich bin jetzt richtig verwirrt. Das gucke ich mir gerade an. Hat der im letzten Rennen einen Punkt geholt? Ja. Das ist jetzt mal eine interessante Frage. Also, wann hat den Krüger bitte den Punkt geholt? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. In. Im letzten Rennen in München hat Schwänzel einen Punkt geholt. Hat er echt einen Punkt geholt? Kann mich gar nicht dran erinnern. Ja, na gut. Schön für Krüger. Naja, aber ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Und würde mich freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Rennen in Gülfert dabei seid, wenn unser neuer Motor da endlich wieder da sein sollte. Und dann werden wir uns ein bisschen so um Frontflügelaufhängung noch kümmern. Bevor wir dann. Ja, vermutlich 22 Wochen. Vom Spiel aus gesehen, vielleicht einen neuen Motor bauen können. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!